Hallo, mein Name ist Andrzej Miklowski und ich war Mitarbeiter bei die CG Project Red. Hallo Andrzej. Hallo. Herr Tigerbalm fragt, wie lange hast du bei CD Projekt Red gearbeitet? No, ich habe dreimal gearbeitet bei der Firma. Einmal von die 2002, lange bis 2000 und 16. Danach bei zweitem Mal, da war ich von Januar 2017 bis Mitte Januar 2017 und dann noch einmal von 2018 bis 2020. Wieso wurdest du zweimal wieder eingestellt? Und das war ganz einfach. Ich war die einzige Mann, die hat die Passwort gehabt von die Ordner, von die Grafiken von Keanu Reeves. Aber das hatte keiner, nur ich. Johnny Silvercant fragt, was war deine Aufgabe bei CD Projekt Red? Ja, da war viel. Bei The Witcher 2, da war ich für die Schwert. Meist Grafiker. Silberschwert? Nein, nein, da war Marek. Ich war die Stahlschwert. Marek war Silberschwert und ich war die Stahlschwert. Danach bin ich befördert worden, bin ich gekommen bei The Witcher 3 zu die Gesichtsanimation von die Pferde. Da war schwierig. Und danach, Cyberpunk 2077, bin ich geworden, die leitende Chef von der Animation. Für was genau? Für alles. Miss Schlumpflampe fragt, wieso arbeitest du nicht mehr bei CD Projekt Red? Naja, da wurde ich, wie gesagt, da wurde ich gekündigt. Ne? Dreimal war ich da und dann wurde ich gekündigt. Hatte ich einfach Probleme mit dem Chef. Ne? Warum? Was ist passiert? Na, da habe ich gehabt ein Meeting. Bei dem ersten Mal haben wir gesprochen über die Qualität von die Cyberpunk. Und da habe ich gezeigt einen Gameplay-Trailer von The Anthem. Und da war natürlich der Chef war da sauer. Ne? Und da bin ich halt auf die Straße geflogen. Dann bin ich gekommen wieder. Da war wieder ein Meeting von Qualität. Da habe ich gezeigt, welches Spiel bessere Qualität hat. Habe ich gezeigt, Fallout 67, ne? Oder was ist das? 76, ne? No, da war natürlich sauer, ne? Da bin ich wieder raus. Aber da bin ich wieder gekommen, ne? Und Und beim dritten Mal, was hast du da gezeigt? na, da war ich einfach nur besoffen. Joystick-Blocker fragt, seit wann wusstest du, dass das Spiel nicht fertig wird? Da eigentlich immer, aber da war eine Situation, da war, wir waren in die Weihnachtsfeier und die ganzen Chefs hatten die waren in die Panda-Kostüme, haben auf Bolognese gemacht, durch die ganze Halle haben gerufen, wir sind die Besten. Und das war wirklich komisch, ne? Das war wirklich komisch. Was ist daran so schlimm? Ja, die haben nichts getrunken, ne? Die haben nichts getrunken, ey, Wahnsinn, die haben einfach so das gemacht. Total verrückt. Und da habe ich getroffen den Marek, ne? Wieder, ne? Marek, Silber Marek. Der war jetzt mittlerweile, war die andere Abteilung, aber er hat mir gesagt, er hat richtig gute Code geschrieben für bestimmte Pferde und Schwerter. Da hab ich erklärt ihm, dass wir Spiele machen momentan die Entwicklung für die Cyberpunk. Die haben noch gemacht die Entwicklung für Witcher 3. Player 2 will wissen, musstest du Überstunden machen? Natürlich, natürlich, ganz normal. Das ist jeden Tag, musst du machen, ganz normal. Wenn du kommst zum Bewerbungsgespräch, du bekommst von dem Chef gleich einen Gutschein für die Sportgeschäfte in Warschau, ne? Ja, das ist doch super für den Körper, oder nicht? Oh, nein, nein, das ist nur der Gutschein für die Campingabteilung. Sofaschlecker fragt, wie habt ihr die Überstunden überstehen können? Jeder hat seine Idee. Manche haben da geschlafen in die Firma, manche haben da gearbeitet und geschlafen in die Firma. Da war eine Frau, die hat immer genommen diese Tablette für diese Durchfall, ist aber nie auf die Klo gegangen, damit immer ist wach, ne? Ganz normal, also gute Methode, habe ich nicht ausprobiert, weil war zu dreckig. Aber ich habe immer mich gehalten an die Methode von was mein Babscha mir gesagt hat. Beste Methode, um lange zu bleiben wach, ist Pfefferminztee und Bumsen. Ne? Jetzt habe ich immer guter Atem und zwei Hexerkinder. Ne?
Hexerkinder? Ah, das sind die Kinder, die gekommen sind bei Entwicklung von The Witcher, ne? Oh. Und wie heißen dann die Kinder während Cyberpunk? Ah, das heißt Glitch. Hu334reit möchte gerne wissen, wie geht es dir heute? Super, muss ich sagen, mir geht Wahnsinn, wirklich. Bin ich jetzt in Frei. Habe ich wieder gesehen, meine Frau, gesehen, meine Mama, mein Papa, ne? Wir waren mit Kollegen, wir waren viele ehemalige Kollegen von CD Projekt Red, da haben wir getroffen, haben wir eine Feier gemacht, ich habe viel getrunken, wirklich viel getrunken, Wodka und andere Wodka, war wirklich große Feier, wir haben richtig viel gelacht. Gut, da war ein Problem, weil der Kollege aus der Programmierung hat gekotzt in die, wie heißt, Kreissaal. Na, da war natürlich ein bisschen blöd, aber naja, seine Frau hat jetzt verziehen, weil jetzt haben die neue Tochter, also warum nicht auch ein bisschen feiern? Also uns geht's gut. Macaron Naparze möchte gerne wissen, wo arbeitest du jetzt? Und ich habe direkt einen Anruf bekommen von einem Mann der heißt Robin Struckmann, glaube ich, von EA. Jetzt bin ich bei EA und bin ich dort noch leitende Animationabteilung von die neue Dragon Age. Oh, kannst du schon verraten, worum es beim neuen Dragon Age geht? Na, da. No, da musst du, ne, musst du warten auf die Demo von E3. Vielen Dank, Andrzej.